Langsam gehen mir die großen Pferden auf den Geist. Mir auch. Irgendwas Blödes passiert danach doch fast immer. Da freut man sich drauf, dass wir alle wieder gesund und munter zurück sind. Und wer kommt dir im Burghof als Erster entgegen? Ein vollgefressener Typ mit Fotoapparat. Geh mal weg, der Junge. Ich will den Turm aufnehmen. Na, und die Brillenschlange erst, die mir in die Quere kam. Eine Sonnenbrille ist so groß wie zwei Wagenräder, flötet sie mich an. Sag mal, mein Jungchen, ist hier auf der Burg wirklich eine Internatsschule untergebracht? Und auf dem Sportplatz. Habt ihr euch den Sportplatz schon mal angesehen? Wieso? Was ist denn da los? Da regeln sie sich auf Liegestühlen. Das ist doch nicht die Possibility. Also wer auf die blöde Idee kam, die Burg zum Hotel umzufunktionieren, der müsste doch klar... Alle mal herhören! Ruhe! Hey, bitte alle mal herhören! In 5 Minuten eine Schülerversammlung. Liebe Schüler, ich freue mich, dass ihr alle wieder gesund aus den Ferien zurück seid. Sind Sie überall so braun wie auf dem Kopf, Herr Direktor? Ja, fast, Herbert, fast. Nun, euren Humor habt ihr anscheinend nicht verloren. Das finde ich auch gut so. Den Humor werden wir in der nächsten Zeit sicherlich brauchen. Ihr habt ja inzwischen selbst gesehen, dass Graf Schreckenstein während der Ferien im anderen Teil der Burg ein Hotel eröffnet hat. Ja, haben wir. Alles noch sehr improvisiert. Ein Versuch gewissermaßen, um mit zusätzlichen Einnahmen die Burganlage insgesamt besser erhalten zu können. Das ist auch unser Interesse, denn wir wollen ja mit unserer Schule noch recht lange hier auf der Burg bleiben können, oder nicht? Ja, ja, logisch. Na also. Und jetzt meine Bitte dazu, bevölkert nicht alle gleichzeitig den Hoteltrakt. Behandelt die Gäste höflich. Brillenschlange. Und sagt auch den Burggespenstern, sie sollen sich vorläufig noch zurückhalten. So viele weiße Nachthemden haben wir ja gar nicht. Ja, das beruhigt mich. Ja, und was ist mit unserem Sportplatz? Genau. Na, was soll damit sein? Na, da liegen doch sämtliche Hotelgäste rum. Na, wenn Sport angesetzt ist... Ist doch gleich. Dann werdet ihr euch mit den Gästen freundlich, aber bestimmt arrangieren. Gott, der mit denen. Das schafft ihr schon. Sonst noch Fragen? Keine? Also dann wünsche ich euch einen guten Schulbeginn. Dampfwalze strotzt vor Tatendrang. Mücke, Strelau, Andi, Ottokar, Hans-Jürgen, Bini und ich begleiten ihn. Aber wir kommen gar nicht bis zum Sportplatz. Schon im Burghof stoppen uns Hotelgäste, unter denen uns ein Mann gleich ganz besonders auffällt. Er überragt alle anderen um 2 Köpfe, hat rötliches Haar und einen dichten Schnauzbart. Wir nennen ihn Barbarossa. Und dann ist da auch wieder die Brillenschlange, von der Strelau sprach. Sie erkennt ihn sofort wieder. Tag, Jungchen. Da bist du ja wieder. Sag mal, wo geht's denn hier zum Aussichtsturm? Aussichtsturm? Na ja, zu dem hohen Turm da drüben. Ach, Sie meinen den Burgfried, ehemals letzte Zufluchtsstätte der Ritter. Also, Burgfried, auch recht. Kommt man da rauf? Zeig's Ihnen, mach den Fremdenführer. Vielleicht erfahren wir was übers Hotel. Nur wenn du mitkommst, klar. Also, meine Herrschaften, ich führe Sie gern. Ach, wie freundlich, Jungchen. Oh, wonderful. Und Strelau führt die Herrschaften. Einige von uns gehen mit. Zunächst in den unterirdischen Geheimgang, den sich einer der Vorfahren des Schlossherrn anlegen ließ. Und dann natürlich in die Folterkammer mit Paule. So nennen wir ein sensenbewaffnetes Skelett, das dort seit Urzeiten im Wandschrank untergebracht ist. So, und hier sind wir also in der ehemaligen Folterkammer. Mit all den raffinierten Geräten, die Gefangene seinerzeit geständnisfreudig oder auch ganz stumm machen sollten. Streckbank... Daumenschrauben, Gelenkmanschetten, hier das berüchtigte Handrad und die eiserne Jungfrau. Wie grausam, diese Boys. Ganz schön clever, die Jungs, als die schon alles so hatten. Und was ist in diesem schwarzen Schrank? Was ganz Besonderes, gnädige Frau. Oh. Sehen Sie diese Holzleiste hier im Fußboden? Ja. Tippen Sie doch mal drauf. Warum? Dann öffnet sich der Kasten. Aha, wie aufregend. Ein Skelett. Das ist Paule. Wie nennst du es? Paule. Ich werde ohnmächtig. Aber warum denn?
Paul ist doch ganz harmlos. Heute. Damals tauchte er immer dann auf, wenn ein Gefangener nicht gestehen wollte. Entsetzlich. Oh, wow. Fantastic. Gestatten? Was machst du denn jetzt? Ich schicke Paul wieder in die Heirat. Oh, ist das alles aufregend? Was ist denn eigentlich hinter Paules Schrank? Der Geheimgang, in dem wir vorher waren. Ach. Wir hätten von dort hierher auch direkt durch die Wand gehen können. Wie denn das? Paules Schrank ist drehbar. Aha. Und bei 90 Grad kann man seitlich vorbei mitten durch die Wand. Richtig. Wirklich toll, was den Jungs damals alles schon so einfiel. Ja, und wie ist es mit Gespenster? Womit? Ja, mit Gespenster. Ach, mit Gespenstern. Na, großartig. Burg Schreckenstein wird im Verzeichnis der Spukschlösser mit 3 Sternen ausgezeichnet. Ah, 3 stars. Yes, 2 Sterne. What a wonderful castle. Wunderbar. Das ist das really. Ganz wunderbar. Really, ganz wunderbar ist es für uns in den nächsten Tagen allerdings nicht. Mauersäge, so nennen wir den Burgherrn Graf Schreckenstein wegen seines riesigen Riechkolbens, sucht für sein Hotel freiwillige Helfer. Er will zusätzlich noch 6 Zimmer einrichten. Mit mir melden sich Ottokar, Dampfwalze, Mücke, Andi, Strehlau, Hans-Jürgen und Beni. Wir schleppen Matratzen vom Speicher in die Zimmer. Jean, Mauersäges Diener, beaufsichtigt uns. Er ist nicht gut, auf uns zu sprechen. Angeblich verunsichern wir die Hotelgäste mit unseren fantasievoll ausgeschmückten Schilderungen der Burg. Als wir zum 5. Mal schwitzend vom Speicher heruntersteigen und unsere Matratzen in einem der Zimmer ablegen, erwartet uns eine Überraschung. Mitten im Raum steht Barbarossa. Tag, können wir was für Sie tun? Oh, nein, danke. Sehr nett von euch. Die Tür war offen. Ich wollte mir nur mal die alten Möbel ansehen. Wieso? Sind sie denn wertvoll? Na, unbedingt. Ich bin nämlich Innenarchitekt. Deshalb interessiere ich mich dafür. Ach so. Ach, hier seid ihr. Ja, wo sollen wir denn sonst sein, wenn wir für Sie Matratzen schleppen? Für mich schleppt ihr gar nicht. Es handelt sich schließlich um das Hotel des Herrn Grafen. Natürlich, Jean, natürlich. Und für den Herrn Grafen tun wir es ja auch besonders gern. Und Gäste solltet ihr schon gar nicht belästigen. Nee, nee. Die Jungs haben mich nicht belästigt, Herr Jean. Ich interessiere mich für alte Möbel. Darüber habe ich mich mit Ihnen unterhalten. Nun, dann bin ich ja beruhigt, mein Herr. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Hat der was gegen euch? Bisher eigentlich nicht. Aber seit der Hoteleröffnung hat er wohl ein bisschen den Überblick verloren. Also Männer, auf geht's. Die nächste Suite wartet schon. Viel Spaß! Am nächsten Tag nach dem Mittagessen setzt der Rex eine Schulversammlung an. Schon wieder. Ruhe bitte. Einen Moment Ruhe bitte. Es ist etwas sehr Unangenehmes passiert. Jean war bei mir. Angeblich ist einem Gast ein goldenes Zigarettenetui abhanden gekommen. Kann jemand etwas dazu sagen? Niemand. Nun gut, dann stelle ich die Frage anders. War jemand von euch drüben im Hotel oder an einem der Gästeautos? Tagsüber oder gestern Nacht? Auch nicht. Und gestern bei der Möbelaktion? Hat da vielleicht jemand etwas eingesteckt? Was? Versehentlich, meine ich. Hier. Andi? Direkt eingesteckt habe ich nichts, aber... Ja? Na ja, die Vorhängeschlösser vom Bootshaus und vom Sportschuppen sind ja verschwunden. Deshalb gondeln diese Hotelgäste ja auch immer mit unseren Booten auf dem See herum. Wir hatten ja Jean im Verdacht. Also wie wir beim Möbelschleppen an seinem Zimmer vorbeikommen... habe ich mal rasch reingeschaut. Da lagen die Schlösser auf dem Tisch, mit durchgesägten Bügeln. Ich finde, Jean muss sie ersetzen. Ja, gut. Und sonst? Weiter nichts. Naja, ich wollte nur sagen, dass ich in Jeans Zimmer war. Mitgenommen habe ich selbstverständlich nichts. Tja, dann muss der Gast sein Zigarettenetui wohl verloren haben. Plötzlich ist überall Misstrauen. Wann und wo auch immer wir mit Hotelgästen oder auch mit Jean zusammentreffen, halten wir Distanz. Wollen niemandem zu nahe kommen.
Das ist gar nicht so einfach. Denn nachmittags am See sind sie alle wieder da. Die Brillenschlange, Barbarossa, der Amerikaner und alle anderen. Auch Jean. Er stellt am Ufer Sonnenschirme für die Gäste auf. Schau mal da. Wo? Auf dem Steg. Die Brillenschlange mit einem Badeanzug ganz in Gold. Wie viel Karat die wohl hat? Das ist nur eine Frischhaltefolie, damit ihr Typ nicht schmilzt. Ich schnall ab. Kraulen kann sie aber. Und Barbarossa gleich hinterher. Mensch, der kann's ja noch besser. Unglaublich gut drauf, der Junge. Gehen wir raus? Mhm. Brrr. Spitze war's. Dampfwalzen und Mücken scheinen auch endlich genug zu haben. Von den Hotelgästen? Vom Schwimmen natürlich. Na, Männer, alles unter Kontrolle? Wenn du das goldene Zigaretten jetzt wie vergisst, ja. Schweinerei, was? Einer von diesen Hoteltypen lässt das Ding irgendwo liegen und wir sollen es dann gewesen sein. Na, direkt hat's ja keiner gesagt. Na, warum hat Jordan dem Rex überhaupt was davon erzählt? Um uns zu verdächtigen, ist doch ganz klar. Genau. Ich werd verrückt. Nicht doch. Guck mal da. Wo? Na dort, unterm Busch. Ja, kurz die Fünfer nochmal. Das Zigaretten-Etui. Ich flipp aus. Ganz in Gold. Das ist es. Müssen wir uns näher ansehen. Du, gib's doch mal auf, Mücke. Ganz schön schwer, das Ding. Ein tolles Ding. Also, irgendwie finde ich das komisch. Was? Dass das Ding ausgerechnet jetzt hier rumliegt. Wo wir das Strandstück hier doch kaum betreten, meinst du? Eben. Also, wenn ihr mich fragt... Dann? Dann hat Jean das Etui weggenommen. Wozu denn? Und lässt es uns hier ganz zufällig finden, damit wir... Komm, also keine Verdächtigungen, Dampfwalze. Ja, ja, weiß schon. Aber sag doch mal selbst. Na, die Hauptsache ist doch, dass es wieder da ist. Richtig. Bringen wir es zurück, dann sind wir den schwarzen Peter los. Vielleicht. Warum nur vielleicht? Na, wenn wir es zurückbringen, könnte ja jemand auf die Idee kommen, wir hätten es geklaut und dann kalte Füße gekriegt. Mist, wirklich eine blöde Situation. Ich hab's. Hä? Wir stellen eine Wache auf. Wer es hergelegt hat, holt sich sicher auch wieder ab, wenn wir es nicht mitnehmen. Wenn es jemand hergelegt hat. Es kann doch auch jemand aus der Tasche gerutscht sein. Achtung, Barbarossa. Hallo, Jungs. Hallo. Was habt ihr denn da Schönes? Blitzt ja wie Gold. Ist es auch. Ja, Donnerwetter. Ein Zigarettenetui. Ich denke, ihr raucht gar nicht. Gehört uns ja auch gar nicht. Ach nee. Dann ist vielleicht das teure Stück, das ein Gast seit gestern vermisst. Könnte schon sein, aber ob Sie es glauben oder nicht, wir haben es eben hier gefunden. Ich? Vor 5 Minuten. Ja, das soll euch jemand abnehmen. Darüber haben wir auch schon nachgedacht. Bringen wir es zurück, waren wir es. Findet's ein anderer, waren wir es auch. Oh, nicht unbedingt. Mal angenommen, ihr bringt's gar nicht zurück, sondern ein anderer. Und der sagt nicht, dass er euch hier gesehen hat. Donnerwetter. Und warum wollen Sie das für uns tun? Na, ganz einfach. Weil ich selber 2 Jungen in eurem Alter habe. Echt stark. Also gut, den schwarzen Peter, den sind wir los. Aber irgendjemand hat uns auf dem Kieke. Der wird weitermachen, ganz klar. Und darauf brauchen wir dann auch gar nicht lange zu warten. Schon am nächsten Tag verbreitet Brillenschlange, dass sie nachts auf dem Korridor von einem Gespenst verfolgt wurde. Und Jean lässt durchsickern, dass aus der Diele des Hoteltrakts eine wertvolle Tabakdose verschwunden sei. Es muss also etwas geschehen. Auf einem großen Fest für die Hotelgäste, alle Schreckensteiner und die Internatsmädchen vom Schloss Rosenfels wollen wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits eine super Unterhaltung für alle, andererseits für den Ganoven eine günstige Gelegenheit, im leeren Hoteltrakt auf Tour zu gehen. Dabei wollen wir ihn dann packen. Während auf dem Sportplatz Schubkarren schieben, Sackhüpfen und Leiterwagenrennen ablaufen, legen sich einige von uns in den Hotelkorridoren auf die Lauer. Schlage vor, dass du und Dampfwalze hier im ersten Stock bleiben. Strela und ich übernehmen den 2. Stock. In Ordnung. Im 2. Stock liegt doch auch Jeans Zimmer. Na und? Na, vielleicht findet ihr da ganz zufällig ein schwarzes Trikot.
Brillenschlange ist Nachtgespenst, soll er sowas angehabt haben. Du meinst Jean? Ich meine gar nichts. Ich denke nur halblaut. Aha. Also gut, falls Jeans Zimmer offen ist, schaut mal rein. Aber sonst unsichtbar machen. Schon klar, Stefan. Komm, Strelau. Mensch, die amüsieren sich da draußen vielleicht. Ist doch hervorragend. In dem Trubel merkt kein Mensch, dass wir nicht dabei sind. Und jetzt, liebe Gäste, Schülerinnen und Schüler, kommen wir zum großen Sackhüpfen für die Hotelgäste. What is that, a Seehuben? Ist das mit diesen Gespenster? Nein, Gespenster kommen ja nur nachts. Sackhüpfen ist ganz einfach. Ich zeig's Ihnen. Hopp und hopp und hopp und hopp. Very interesting. Spitze. Hey, Hans-Jürgen. Ja? Wir wollen immer die Lautsprecheransage. Ich verdufte. Ins Hotel zu den anderen. Okay, Ottokar. Schau mal, ob der Schlüssel steckt, Strehler. Steckt nicht? Ist auch niemand drin? Kann ich mir denken. Der vornehme Herr Jean muss doch draußen bei der Sportplatzparty Getränke verteilen. Na, dann sehen wir uns die Sache doch mal an. Aus einer sagenhaften Unordnung? Nicht. Wenn er der Brillenschlange wirklich im schwarzen Gespenstertrikot Angst gemacht hat, dann würde das Ding ja auch nicht gerade draußen rumliegen lassen. Auch wieder wahr. Also, die Schränke. Ganz schöne Sammlung hat der beisammen. Kann man wohl sagen. Nur kein schwarzes Trikot. Also eins wissen wir jetzt wenigstens sicher. Jean geistert nicht. Nee, das Gespenst muss irgendein anderer sein. Und jetzt, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Schülerinnen und Schüler, folgt das große Schubkarrenrennen. Nur für starke Männer. Jeder Herr nimmt eine Dame mit. Nun, lieber Herr Direktor, sind wir dabei? Aber, verehrter Graf, gar keine Frage. Und welche der allseits reizenden Damen wählen Sie wohl? Nun, die Leiterin des Rosenfelser Mädchenpensionats in jedem Fall für Sie, verehrter Graf. Oh, Sie schämen sich, Großvater. Nun denn, so werde ich erkunden, ob der Frau Dr. Horn mein bescheidenes Gefährt konveniert. Meine Herren, zu den Startplätzen bitte. Bitte mit Ihren Schubkarren und den Damen Ihre Wahl zu den Startplätzen. Please, please. What do you mean, hoop cars? Wheelbarrows. Wheelbarrows? Schubkarrenrennen. Pushcart. Oh, pushcarts. Wonderful. Aber, wo kriegen wir die her? Where do we get them? Die Fräuleins? Ansprechen, die Girls. Einfach ansprechen. Fertig machen zum Start, meine Herren. Fertig machen zum Start, bitte. Hallo, Beatrix. Hallo, Ingrid. Nanu? Ganz ohne Schubkarrenkavaliere? Tja. Unsere Kavaliere sind wohl alle verhindert. Wie meinst du das? Na, siehst du einen von unseren Rittern? Stefan, Ottokar, Dampfwalze und so weiter und so weiter. Die kommen sicher gleich wieder. Die sind bestimmt im Hotel. Meine Herren, Achtung, auf die Plätze. Fertig. Wie sieht's oben aus? Du hast immer nichts. Und sonst? Und hier bei euch? Tote Hose, bis jetzt jedenfalls. Na, dann gehe ich wieder rauf zu Strehler. Okay. Achtung, da kommt jemand. Verdufte Mücke. Bin schon weg. Ich brech ab. Beatrix und Ingrid. Mit Blumen. Was wollen die denn damit? Na, dann können wir uns ja ruhig sehen lassen und wieder normal reden. Hallo, ihr beiden. Hallo, wo kommt ihr denn her? Und wo wollt ihr denn hin? Und mit Blümchen, für wen denn wohl? Für euch bestimmt nicht. Wo wohnt denn hier Mauersäge? Hoho, Donnerknispel. Blumen für den Herrn Grafen. Na und? Ihr wisst es also nicht? Was denn? Wo Mauersäge wohnt. Doch, doch, eins höher. Graf Schreckenstein steht groß an der Tür. Na dann, bis später, falls ihr überhaupt noch Zeit habt. Könntet ihr euch vorstellen? Nein. Was denn? Dass die beiden Gespenst bei Brillenschlange waren oder Jeans Tabakdose unten aus der Diele geklaut haben. Das wolltest du doch fragen. Genau das. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Die sind doch harmlos. Na, harmlos? Ich weiß nicht. Aber wahrscheinlich stellen sie Mauersäge wirklich nur Blümchen ans Bett, damit der sich heute Abend bei der Horn dafür bedankt. Und die weiß dann gar nicht, wofür. Das wäre nicht ohne Witz. Eben. Fest steht jedenfalls, wir sind genauso schlau wie vorher. Richtig.
Gäste, liebe Schülerinnen und Schüler, im Leiterwagenrennen in dieser mutigsten Disziplin unserer sportlichen Wettkämpfe sind zurzeit auf der Strecke Graf Schreckenstein und Frau Dr. Adine Horn. Der Graf als Steuermann an der Wagendeichsel und Frau Dr. Horn als Co-Pilotin. Manches spricht dafür, dass dieser Wagen auf der stark abschüssigen Strecke zum Kapellsee den bisherigen Streckenrekord brechen wird. Unzüglich, verehrter Graf. Ich schwebe mit gewissen Mauerregel schlägt sie alle. Ein toller Held. Eine glänzende Zwischenzeit, meine Damen und Herren. Liebe Gäste, Schülerinnen und Schüler, die beste Zwischenzeit überhaupt bisher. Hey, guck mal, Brillenschlange heute ganz in Silber. Und Barbarossa hält ihr Händchen. Mensch, schau mal den. Wo? Na, der Lange da, der sich eine Zigarette aus dem Mitsubishi nimmt und in Richtung Hotel abtrabt. Ich schnall ab. Das ist ja das goldene Zigaretten, die das für Barbarossa gegeben haben. Ihr könnt ruhig lauter sprechen. Ich habe euch doch versprochen, die Sache für euch zu erledigen. Finden wir spitze von ihm. Danke. Alles klar. Warthalsig, meine Damen und Herren, liebe Gäste, Schülerinnen und Schüler, warthalsig nimmt Graf Schreckenstein mit Co-Pilotin Dr. Horn die vorletzte Kurve vor dem Ziel. Schon jetzt kann man sagen, dass der Streckenrekord... Noch eine letzte Kurve, meine Glänze. Wie geht es Ihnen? Etwas schwindelig, verehrter Graf. In der Tat, eine leichte Atemnot. Die Strecke überlegen wir, meine Glänze. Jetzt nehmen wir sie schon. Die allerletzte Kurve! Geradezu toll, kühn nimmt der Graf die letzte Kurve. Einfach atemberaubend. Nein, nein, er nimmt sie nicht. Er wird rausgefahren auf der letzten Kurve. Ein zu hohes Tempo. Das konnte nicht gut gehen. Der Wagen rast den Abhang hinunter zum See. Schießt förmlich auf den Putzstick zu. Nur ein Wunder kann noch verhindern, das. Was machen Sie denn, Graf? Nichts mehr, meine Gnädige, nichts zu machen. Ich kann nicht mehr. Wir stehen, Graf. In der Tat, Gnädige. In der Tat. Ein Wunder. 10 Zentimeter weit und wir wären rettungslos in den Fluten. Na, das ist ja gerade noch mal gut gegangen, würde ich sagen. Herbert! Ja, wie hast du das nur geschafft, mein Junge? Hab Ihnen einen Ruder vor den Rennwagen geschmissen. Deswegen sitze ich hier Tag und Nacht da, am Bootssteg. Du hast uns das Leben gerettet, mein Junge. Warum? Können Sie nicht schwimmen? Das Fest ist aus und für uns ist ein Reinfall. Der Ganove, der nachts als Gespenst Gäste erschreckt, wertvolle Sachen klaut und uns als Diebe in Verdacht bringt. Dieser gerissene Bursche taucht im Hotel nicht auf. Wir lauerten vergebens auf ihn. Wie immer, wenn's kritisch ist, ziehen wir uns zur Beratung zurück. Abendlicher Treffpunkt, Folterkammer. Was sagst du da, Mücke? Ich sag's gern nochmal. Beatrix und Ingrid waren nicht in Mauerseges Zimmer. Aber sie haben uns doch nach seinem Zimmer gefragt. Draußen, da war gerade diese Schubkarren-Gaudi. Sie wollten Mauersäge Blumen bringen. Wir haben sie in den zweiten Stock geschickt. Richtig. Und da standen Strela und ich in unserem Versteck. Deshalb konnten wir die beiden ja auch so gut beobachten. Also, wenn sie nicht in Mauerseges Zimmer waren, wo waren sie denn sonst? In anderen Zimmern. Von Hotelgästen natürlich. Was? Natürlich? Natürlich. Denn nur aus Kleiderschränken in Gästezimmern konnten sie doch Sachen rausholen und woanders wieder reinhängen. Was? Die beiden Hühner haben Kleider, Anzüge und Schuhe, die Gästen gehören, ganz einfach vertauscht? Tja, genau so ist es. Die halten das für einen tollen Streich, nehme ich an. Ja, die ticken doch nicht mehr richtig. Das geht doch hundertprozentig wieder auf unser Konto. Genau. Ausnahmsweise kein Widerspruch, Dampfwalze. Also fassen wir doch mal kurz zusammen. Den Ganoven, durch den wir überall in Verdacht geraten, haben wir noch nicht. Dafür haben wir jetzt 2 weitere Fälle. Beatrix und Ingrids Klamottentausch-Verwechslungsspiel und Chance neue Beschuldigungen. Wieso? Angeblich vermisst er jetzt nicht nur wertvolle Tabakdosen, sondern auch noch silberne Löffel, was? Messer und Gabel. Von wem weiß denn das? Von ihm selbst. Scheibenkleister. Tja, was machen wir jetzt? Meiner Meinung nach gibt's nur eins. Nämlich? Mit Mauersäge sprechen. Ganz offen. Ja, und wann? Sofort. Ja, bitte? Guten Tag, Graf. Oh, eine Ritterabordnung gewissermaßen. Guten Tag. Ja, was führt euch denn zu mir? Setzt euch doch. Danke.
Danke. Wir haben Schwierigkeiten mit Ihrem Hotel, Graf. Aha. Das heißt, weniger mit dem Hotel, mehr mit Ihrem Diener Jean. So? Und weshalb? Der behauptet, dass wir klauen. Und das ist Rufmord. Klauen? Ja, was denn bitte? Tabakdosen, silberne Löffel, Messer, Gabeln. Naja, also dazu hätte ich später auch noch was zu sagen. Und sonst? Drückt euch sonst noch etwas? Ja, da ist noch eine Sache, Graf. Hä? Dann sprich doch weiter. Wir haben damit direkt nichts zu tun, aber... Es sind Kleider, Anzüge und Schuhe der Gäste vertauscht worden. Ja, ich weiß, meine Herren Ritter, ich weiß. So schnell schon? Ja, so schnell schon. Zwei Gäste haben es mir erzählt. Die sind wegen dieses seltsamen Kleidertauschs nämlich vorzeitig abgereist. Ja. Da haben sie ja weniger Einnahmen. Naja. Wie gesagt, Graf, direkt haben wir damit nichts zu tun, aber wir hätten es vielleicht verhindern können. Genau deshalb wollten wir mit Ihnen ja darüber sprechen. Naja. Wie sagt ihr doch immer, erledigt und vergessen. Spitze, Graf. Super, Graf, echt. Aber das mit dem Klauen, das ist noch nicht erledigt und vergessen. Ja, da hast du recht. Darüber werde ich mit Jean sprechen. Er hat sich eben erst wieder bei mir beklagt, dass dauernd Sachen verschwinden. Erbstücke, Familienerinnerungen. Ja, manche Gäste scheinen meine Burg für einen Souvenirladen zu halten. Dass ihr damit nichts zu tun habt, dass ihr nicht stehlt, das weiß ich doch. Danke, Graf. Und überdies, ihr kommt mir wie gerufen. Ich brauche eure Hilfe. Sie? Unsere Hilfe? Ja, es ist nämlich so. Ja, also, das mit dem Hotel, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich mir auch. Ich habe es, ich habe es falsch eingeschätzt. Die Leute sind zu verwöhnt. Ich müsste umbauen und renovieren, neu bauen. Ein zu großes Risiko. Und Schreckenstein wäre dann auch nicht mehr Schreckenstein. Genau. Kurzum. Schafft mir die Gäste vom Hals, bevor tagtäglich noch mehr Dinge auf geheimnisvolle Weise verschwinden. Ich will das Hotel schließen, für immer. Macht eine Gespensternacht. Oh, super. Und macht sie so, dass kein Mensch mehr hier bleibt. Mann, ist der Weltspitze, was Mauersäge von uns verlangt. Souverän. Echt stark. Mauersäge ist Räumkommando. Sowas hatten wir auch noch nicht. Muss aber ein super Ding werden. Hey, da kommt wer. Hallo. Mensch, Barbarossa, der könnte uns doch wieder helfen. Genau. So fröhlich, die jungen Herren. Haben ja auch Gründe. Aha. Und darf man erfahren, welche? Sie halten doch zu uns und sind verschwiegen. Hirnsache. Schließlich habe ich doch die Angelegenheit mit dem goldenen Zigarettenetui gemacht. Eben. War auch ganz super. Jetzt verraten wir Ihnen auch was. Na? Im Hotel steigt eine Gespensternacht. Na toll! Und wer geistert rum? Wir. Klasse. Und wann? Übermorgen wahrscheinlich. Sind Sie dabei? Ja. Das heißt, wartet mal. Übermorgen. Da fällt mir gerade ein. Da werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr da sein. Muss beruflich weg, wisst ihr? So ein Mist. Ja. Bevor es losgeht, erleben wir noch zwei Überraschungen. Beatrix und Ingrid entschuldigen sich für den Kleidertausch bei Mauersäge und Diener Jean entschuldigt sich bei uns für seine Verdächtigungen. Mehr noch, er macht mit uns mit. Als Gespenst verkleidet, wie wir alle, um in Hotelzimmern die vielen verschwundenen Sachen zu suchen und die Gäste das Gruseln zu lehren, damit sie Mauersäges Hotel fluchtartig verlassen. Zwei Tage später, Schlag Mitternacht, dreht Ottokar von Andi assistiert die Hauptsicherung raus. In allen Räumen geht das Licht aus. Aus den Dachluken schieben sich lange Stangen mit Geisterpuppen vor die Hotelfenster. Vom Burghof aus blitzen Scheinwerfer die Puppen an. Herbert und Pummel haben Raben krächzen und Unken rufen nach. Lassen Äste knacken, werfen Steinchen gegen die Hotelfenster. In diesem Höllenlärm dringt Dampfwalze mit seinem Räumkommando in die Zimmer ein, treibt die Gäste auf die Korridore. Fenster! Spitze!
This is really great. Gespenster, sehr günstig für mich. Auf den pechdunklen Korridoren empfängt Strelaus Truppe die Gäste mit nassen Schwämmen, fauchenden Staubsaugern und treibt sie weiter zum Rittersaal. Hier ist Endstation. Inzwischen nimmt sich Gespenster Jean mit seinem Suchkommando Hotelzimmer für Hotelzimmer vor. Leucht mal hier, Herr Dampfwalze. Ist die Brillendose vielleicht gräflich? Absolut bürgerlich. Ist der silberne Brieföffner vielleicht ein Erbstück? Silber, sagst du? Ist doch nur ein verchromtes Blech, nicht von uns. Aber hier die Manschettenknöpfe mit Wappen. Nicht unser Wappen. Und die silberne Schale hier? Warte mal, sieht fast so aus. Nein, doch nicht. Sonst noch was? Nee, nichts mehr. Also dann das nächste Zimmer. Ja. Erst wieder die Schränke. Mensch, da steht doch jemand. Was denn? Noch ein Gespenst? Mensch, der schiebt sich ja die 100 Markscheine gleich bündelweise in die Tasche. Hey, wie? Komm. Hey, Männer, her. Komm, schnell. Mücke, Dampfwalze, Andi und Beni verfolgen das unbekannte Gespenst. Treiben es in den Rittersaal, wo die Hotelgäste noch immer im Höllendarm ausharren. Jagen es weiter in den Keller und schließlich in die Folterkammer. Dort schlägt Dampfwalze zu. Das Gespenst taumelt. Andi reißt ihm die Maske herunter. Barbarossa! Mensch, ich brech ab! Los auf die Streckbank und fesseln schnell! Aber Freunde! Nein, Freunde, du! Ja, was habt ihr denn? Was macht ihr denn mit mir? Ja, was wohl? Dingfest machen wir sie. Was denn sonst? Aber das ist doch alles ein Irrtum. Ich habe unterwegs erst erfahren, dass ich beruflich übermorgen zurück sein muss. Ja. Da bin ich natürlich gleich umgekehrt und habe bei eurer Gespensternacht mitgemacht. Ist doch ganz klar. So, ist das klar. Die 100 Markscheine, die Ihnen hier eben aus Ihrer Gespenstertasche gefallen sind und die Sie oben im Hotel gleich bündelweise geklaut haben, sind die auch klar? Barbarossa sagt kein Wort mehr. Wir halten ihn gefesselt auf der Streckbank fest, bis die Polizei kommt. Die ist sehr zufrieden mit uns. Saubere Arbeit, lobt uns einer der Polizisten. Absolut sichere Verwahrung. Im Rittersaal werden die Hotelgäste inzwischen als Zeugen vernommen. Brillenschlange meldet sich als erste von allen. Herr Kommissar, ich vermisse eine unersetzliche mexikanische Kette, Herr Kommissar. Polizeimeister. Wie bitte? Polizeimeister, nicht Kommissar. Aha, naja, wie auch immer. Also ich vermisse eine unersetzliche mexikanische Kette. Wertvoller, kultischer Schmuck. Ein Geschenk meines Gatten. So, vermissen Sie die? Na, da schauen Sie doch mal, was ich hier in der Plastiktüte habe. Ja, da ist sie ja, meine Kette. Ach, ich könnte Sie küssen, Herr Polizist. Das nächste Mal vielleicht, Gnädigste. Für heute sind Sie erstmal festgenommen. Oh! Am nächsten Morgen ist Schulversammlung. Mauersäge berichtet uns, von den Ereignissen noch tief bewegt, was die Polizei ermittelt hat. Tja, also, da sind wir ja wohl alle einem Betrügerpärchen ins Gang gegangen. Ja, Barbarossa und Brillenschlange, wie ihr die beiden wohl nennt, werden seit langem von Interpol gesucht. Ja, sind auf Hoteldiebstahl spezialisiert. Ihr Trick ist ganz einfach. Erst kommt sie, nimmt sich ein Zimmer und gibt sich als Millionärsgattin aus. Wenig später kommt er, erkundet als Hotelgast, wo es zu holen ist, reist dann, angeblich beruflich, überraschend ab, kommt nachts wieder und stehlt alles, was es überhaupt zu stehlen gibt. Dann waren wir es wieder. Auch von ihr nimmt er auffallenden Schmuck mit. Wieso denn das? Ja, so ist sie bei der polizeilichen Vernehmung unter den Bestohlenen und versucht, die Polizisten auf eine falsche Spur zu lenken. Naja, also diesmal haben die beiden ja wohl Pech gehabt. Alle Gegenstände sind bei ihnen gefunden worden. Und das, lieber Herr Direktor, verdanke ich ausschließlich Ihren pfiffigen Rittern. Da war doch alles ganz selbstverständlich, verehrter Graf. Ist doch auch eure Meinung, nicht? Erledigt und vergessen. Ja, nun ja.
Eine Sache indessen ist bei mir noch nicht erledigt und vergessen. Und die wäre? Na, schließlich haben mir Ihre Ritter auch so etwas wie einen Herzenswunsch erfüllt. Und das gewissermaßen im Gespenstertempo. Ja, alle Gäste sind abgereist. Das Hotel ist leer. Ich kann alles abschließen. Und das für immer. Und dafür spendiere ich euch ein Hotelessen erster Klasse, ganz nach eurer Wahl. Das ist doch mal. Ja, bitteschön. Ja, was ist das? Da höre ich richtig. Ein Blick aus dem Fenster wird alles klären, Graf. Was ist das? Ich sehe drei neue Omnibusse mit Gästen. Oh. Nein, nein, das darf nicht sein. Ich treffe auf der Stelle der Schlag. Aber? Jean ist bei Ihnen. Was tut er? Er spricht mit den Gästen. Jetzt steigen alle schnell wieder ein. Und die Busse verlassen fluchtartig den Hof. Jean? Gnädiger Herr. Warum sind die neuen Gäste gleich wieder abgefahren? Was hast du ihnen gesagt? Ich habe ihnen gesagt, gnädiger Herr, dass um Schreckenstein herum ganz überraschend große Ölvorkommen entdeckt wurden. Und dass mit den stinkenden und lärmenden Bohrungen morgen begonnen wird. Bravo!